Prinzessin Märtha Luise, ehrliche Worte ihrer tiefe Depression. Prinzessin Märtha Luise, 51, steht als norwegische Königstochter seit ihrer Geburt im öffentlichen Interesse. Darunter hatte die royale Auswanderin vor allem in jungen Jahren schwer zu kämpfen. Wie sie jetzt während der Scoop-Journalistenkonferenz in Tönsberg gegenüber VG-Redakteurin Hannes Kartfeld erklärt. Die Medien haben von Anfang an einen sehr großen Teil meines Lebens ausgemacht. Sie waren sehr übergriffig, entgegnet sie auf die Frage, wie es war, als Prinzessin aufzuwachsen. Ich hatte das Gefühl, keinen Platz zum Verstecken zu haben, keine Privatsphäre. Alles war öffentlich. Und mir wurde gesagt, dass die Presse ein Recht darauf habe, weil ich eine öffentliche Person sei. Anführungszeichen. Weiter berichtet sie von ihrer Kindheit und Jugend, einer Zeit, in der die Presse immer dabei war. Sie auf ihrem Schulweg verfolgte und später sogar vor ihrer Wohnung in Bislett, Oslo, auf sie wartete, wenn sie zu Vorlesungen ging. Das habe die Royal als sehr aufdringlich empfunden. Das traurige Fazit: In meinen 20 Jahren bekam ich deswegen eine tiefe Depression. Anführungszeichen. Erkennen Sie bei sich Anzeichen einer Depression? Beim überregionalen Krisentelefon unter 0800 1110111 wird schnell und anonym geholfen. Weiterführende Informationen gibt es außerdem bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Prinzessin Märtha Luise habe aufgrund des Drucks einen Psychologen aufgesucht. Sich einfach zurückzuziehen, wie es ihr viele Leute immer wieder raten, sei schier unmöglich. Immer wenn ich versuche, wegzugehen, ist die Presse dabei. Wenn ich in den Urlaub fahre, ist die Presse auch da und verfolgt uns. Dieser Teil ist auch schwierig, so Märtha Luise. So verstehe sie Prinz Harrys, 38, Reaktionen aufgrund seiner Erfahrungen mit der britischen Presse sehr gut. Am heutigen 10. Mai feiert der kleine Prinz Charles von Luxemburg seinen 3. Geburtstag. Diesen besonderen Anlass wollen seine Eltern Erbgroßherzog Guillaume, 41, und Erbgroßherzogin Stephanie, 39, natürlich auch mit dem Volk feiern und teilen zauberhafte neue Familienfotos auf dem offiziellen Instagram-Account. Darauf zu sehen ist aber nicht nur das Geburtstagskind, sondern auch sein kleiner Bruder. In eine weiße Decke und ein Mützchen gehüllt, ruht der kleine François-Henri-Louis-Marie-Guillaume in den Armen seiner Mutter. Er hatte am 27. März 2023 das Licht der Welt erblickt. Zwei Tage später hatte der Palast erste Fotos des Neugeborenen veröffentlicht. Die Freude über die neuen, wunderschönen Familienfotos ist bei den Royal-Fans riesig. Die Aufnahmen sind im Freien entstanden und zeigen die nun vierköpfige Familie auf einer Bank sowie an einem Tisch mit einer Geburtstagstorte, von der Charles zufrieden nascht. 32 Jahre lang arbeitete Elisabeth Terras Wahlberg, 72, im schwedischen Königshaus. 2004 wurde sie sogar zur Hofchefin. Dabei erlebte sie auch die schlimmste Zeit im Leben von Kronprinzessin Victoria, 45, mit der sie sehr nahe gestanden haben soll. An die schwere Zeit erinnert sich Terras Wahlberg noch heute zurück. Eine meiner größten Herausforderungen war es, Mitte der 90er Jahre die Fragen der Presse zu beantworten, die den Essstörungen der Kronprinzessin galten. Aber die Journalisten waren sehr rücksichtsvoll, als sie verstanden, worum es ging. Und ich finde es immer noch fantastisch, wie die Kronprinzessin das Ganze hinter sich gelassen hat, erklärte sie laut Dana Press in dem Magazin Amelia. 2008 verließ Terras Wahlberg den schwedischen Hof für eine Stelle beim Emir von Katar. Sie habe aber immer noch einen Draht zur schwedischen Königsfamilie, verriet sie, ich habe immer noch Kontakt zur Königsfamilie. Vor allem zur Kronprinzessin und ihrer Familie, da wir so viele Jahre eng zusammengearbeitet haben. Ich besuche sie ab und zu auf Haga. Anführungszeichen. Im August vergangenen Jahres feierten Prinz Hussein von Jordanien, 28, und Rajwa El-Saif,
29, ihre Verlobung. Im Januar 2023 verkündete der Palast schließlich das Datum der Hochzeit, am 1. Juni werden sich der älteste Sohn von Königin Rania, 52, und seine Liebste das Ja-Wort geben. Nun verrät der königliche haschemitische Hof weitere Details über die Zeremonie. Die Hochzeitszeremonie von seiner königlichen Hoheit Kronprinz El-Hussein und Frau Rajwa Khaled El-Sai findet im Zaran-Palast statt. Anschließend bewegt sich der Hochzeitszug zum El-Husaniya-Palast, heißt es in dem offiziellen Statement. Zu Ehren von König Charles, 74, fand am Sonntagabend, 7. Mai 2023, ein großes Krönungskonzert auf dem Gelände von Schloss Windsor statt. Mit dabei waren zahlreiche Mitglieder der britischen Königsfamilie, und auch zwei royale Krönungsgäste sind nach der offiziellen Zeremonie nicht wie viele andere sofort nach Hause gefahren, Prinz Pavlos, 55, und Prinzessin Marie Chantal, 54, wurden ebenfalls in der Royal Box gesichtet und feierten mit Prinz William, 40, und Co. das besondere Wochenende. Sorge in Norwegen, nachdem König Harald, 86, bereits im Dezember vergangenen Jahres in eine Klinik musste, ist der Monarch erneut erkrankt. Seine Majestät der König ist krankgeschrieben und wird ins Nationalkrankenhaus eingeliefert. Bei dem König wurde eine Infektion diagnostiziert, die behandelt werden muss, und wird daher einige Tage im Krankenhaus bleiben. Der Zustand ist stabil, gibt der Palast in einem Statement auf der offiziellen Website des Königshauses bekannt. Auch bei seinem letzten Krankenhausaufenthalt war der Grund eine Infektion. Bei dem König wurde eine Infektion diagnostiziert, die mit intravenösen Antibiotika behandelt werden muss, und wird daher einige Tage im Rikshospital bleiben, erklärte der Hof damals. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Dana Press, Kongehuset No, Getty Magazine, Twitter.com, Instagram.com.